Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. So, Leute, in der heutigen Folge werden wir noch ein bisschen weiter looten, und zwar die Schätze. Sind auch schon ganz nah dran. Hier vorne sind noch welche. Und ich kann es euch mal auf der Karte zeigen. Einmal hier rüber. Genau, wir befinden uns aktuell hier in dem Bereich und wollen jetzt hier rüber gehen. Seht, hier sind noch einige Schätze zu holen. Sieht auch fast so aus, als wenn hier welche im Berg drin wären. Genau. Danach könnten wir dann hier runtergehen, die Sachen erledigen. Hier wäre auch noch ein Schatz. Da könnten wir auch noch hingehen. Müssen wir mal schauen, wie weit wir jetzt in der Folge kommen. Ich wollte erstmal, soweit es geht, hier alles einsammeln und dann halt mit der Hauptstory weitermachen. Genau, in der letzten Folge waren wir ja hier in Kjötvis Feste. Dort haben wir auch ein paar Schätze geholt und hier das Lager ein bisschen geräumt. Ich weiß aber auch nicht, warum das immer noch Sperrgebiet ist. An was liegt es, dass es Sperrgebiet ist? Oder Sperrgebiet bleibt? Ja, hilft nicht. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ab in diese Richtung. Ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus, Leute. Und wenn euch die Folge gefällt, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Okay, dann gehen wir mal. Schauen, ob wir da einigermaßen gut hinkommen. Überall runter. Wir brauchen übrigens auch noch eine Quest, wo wir noch Hirsche erledigen müssen und die Geweihe looten müssen. Ein Geweih habe ich schon. Es fehlt uns aber noch zwei. Mal schauen, ob wir die auch noch erledigt kriegen. Oh, hier geht's ganz schön runter. Jetzt runtergehen. Dann sind wir gleich unten. Okay, sehr schön. Ich finde es echt geil, dass wir so weit von dem Kjötvis Feste weg, das ist übrigens da unten. Und trotzdem sieht es echt noch richtig detailliert aus. Schon sehr schön gemacht. Gottes Willen. Das dahinter müssen wir. Dann gehen wir fast hier hoch, würde ich sagen. Und dann steigen wir da unten ab. Sieht immer gar nicht so weit aus. Von den Wegen her, aber wenn man dann mal geht, ist es doch schon ganz schnell das Ende. Okay, Proviantzimmer voll. Oben scheint auch ein Schatz zu sein. Okay.
die Richtung. Die werden sofort angreifen. Bevor die angreifen kann, machen wir das natürlich. Du bist lächerlich, Bitch. Muss ich gerne nochmal Proviant. Sind zwar eh fast voll, aber... geht sehr schnell in dem Spiel, dass du halt nicht mehr voll bist. Okay, das scheint eine Art Höhle zu sein. Sperrgebiet. Hyflatona. Ah, hätte mein spezieller Griff auch noch gehabt. Reichtum erworben. Ja, was für ein Reichtum? Ein Kohlebarren, okay. Da ist einfach mal der... ein Totenkopf drin, heftig. Okay. Geht's runter? Gut, wir gehen mal in die Höhle rein. Ja, das ist ja gar keine Höhle, oder? Nee. Kleine Panzerrune. Ein bisschen was stecken. Okay. Ich schätze aber auch nicht weiter zu gehen. Scheint auch ein Kohlebarren zu sein da oben.
das ist unter uns, okay. Also muss irgendwo vielleicht ein Höhleneingang sein oder so. Sieh mal nach, Sühnen. Ich schätze mal, kannst du vielleicht hier unten reingehen? In den Wasserfall? Was da irgendwie reingeht? Okay, da kommen wir runter. Hier ist auch ein Höhleneingang. Ah, das könnte schon hier sein. Okay. Dann müssen wir hier runter. Dieser Ort wird gut bewacht. Zeig mir, was vor uns liegt. Okay, was wollen wir genau unter uns? Schwierig. Okay, Köcher voll. Was siehst du da oben, Sühnen? Ich glaube, wir sind noch komplett weg. Hier scheint es aber nicht reinzugehen. Wow! Krass.
Aber er ist weiter runtergefallen. Schießt ihr auf mich? Was tut ihr da bei mir? Okay, wie geht's jetzt hier rein? Okay, hier scheint es rein zu gehen. Nein, ich gehöre nicht dir. Okay, aber da hinten war auch noch ein Eingang, habe ich gesehen. Nee, doch nicht, okay. Sind wir aber wieder. Ah, hier geht's rein, schau her. Das gar nicht gefunden. Okay, wie kommen wir jetzt das unter uns immer noch? Das unter uns in diese Richtung. Okay, wir sind da.
Wo soll es denn hier reingehen? Da eventuell. Ah ja, ah ja. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Okay, wir sind dort. Okay, wir müssen da runter. Okay. Ah, okay. Gut, müssen wir alles hier haben, oder? Oh, hier haben wir alles. Dann gehen wir hierher. Und hier können wir auch das Schiff dann gleich rufen. Okay, dann gehen wir nochmal eins runter. Ach. Runter. Ja, müsst ihr eigentlich schön runterkommen. Sind eh so eine Art Wege hier. Und da müssen wir eigentlich von hier den Teil eigentlich alles abgeschlossen haben. Okay, scheint auch ein feindliches Lager zu sein. Das hätten wir wahrscheinlich mit dem Boot, hätten wir das wahrscheinlich stürmen können. Ich darf ja nicht erwischt werden. Flurry.
Ja, das ist auch so ein Lager. Ja, so viele Gegner sind es jetzt nicht. Das kriegen wir auch alleine hin. Und ein paar Früchte oder sowas. Du weidest gar keinen aus. Habe jetzt irgendwie Soundbugs. Köcher voll. Okay. Da gehst du runter? Hallo? Irgendwie wird Soundbugs gerade. Hört sich irgendwie komisch an. Aha, da. Okay, es müsste das eigentlich gewesen sein hier. Gegner sehe ich jetzt keine. Haben wir hier eine Anlegestelle eventuell, dass wir hier Schnellreisepunkte zufügen könnten? Gehen wir hier runter. Aber wir könnten unser Schiff rufen.
Wir probieren es mal. Okay, haben wir jetzt den Punkt bekommen? Ja, genau. Achso, nee, wir können bloß zum Schiff eine Schnellreise machen. Okay, Leute. Da hinten wäre natürlich was, aber da fehlt uns ein Schlüssel irgendwie. Da kommen wir noch nicht hin. Das bedeutet, wir werden einmal hierher fahren. Dann hole ich mir die zwei Punkte noch. Und dann, glaube ich, werden wir in der Hauptquest mal weitermachen. Dass wir dann eventuell auch später mal hierher kommen. Okay, ich werde hier jetzt hier mal unseren Punkt setzen. Ja, es läuft doch ganz gut eigentlich. Ja, schon cool gemacht hier. Gefällt mir schon ganz gut. Hier können wir auch anlegen, aber... Wir müssen auf die andere Seite der Insel. Warte, gut. Was ist los? Hier haben wir noch ein bisschen was zu holen. Wahrscheinlich wären wir zu den ganzen Orten wahrscheinlich eben mit irgendeiner Quest gekommen oder so, aber... Ist egal. Hoch da mit dir, Evor. Ich sehe auch keine Hirsche oder so. Ich brauche auch noch Hirsche. Zwei Hirschgeweihe noch. Unter uns.
Was siehst du, alte Freundin? Wo bin ich denn überhaupt? Ach, da hinten. Gottes Willen, bin ich komplett falsch gegangen. Okay. Also runter. Flieg, Freundin. Okay, wir können hier hoch. Da bin ich ja komplett falsch gewesen. Gut, dass wir den Vogel hier haben. Essen. Lesen. Angesenktes Papier. Diese Einfältigen aus Vornberg sagten, ich sei verrückt, aber sie werden vor Kjetvis Klinge fallen. Mein Hort ist sicher versteckt. Ha. Um den zu bekommen, werden sie durchs Feuer gehen müssen. Okay. Was machst du denn? Hallo? Hier reinkommen. Da oben eventuell. Okay, wie komme ich da rein? So geht's nicht. Kann den aber auch nicht nach hinten schieben. Mal hier kommt man. Kommen wir aber auch nicht rüber. Ah, okay. Da ist so eine, so ein Feuerding.
Wie komme ich da rein? Irgendwie den Weg gehen, oder? Geht es kaputt? Okay. Barren. Okay, dann holen wir uns doch gleich das Rätselchen. Ich renne aber auch keine Tiere rum irgendwo. Bis nach unten, okay. Bis unten, oder? Überblicke das Land, Freundin. Aha, da hinten. Ah, da ist ein Hirsch. Okay, sehr schön. Gehen wir gleich hier rüber. Da müssen wir uns ganz leise an den Hirsch ranschleichen, dass wir den wenigstens noch snacken können. Jetzt ist er weg, oder? Ah, die da unten ist er. Tun wir es auch nicht. Was ist denn das für ein Scheiß? Blutgipfelhirsch. Oh, das ist der Boss! What the fuck? Ah, die Sau. Thank you.
Ah, oh, keine Pfeile mehr. Oh, wow, wow, wow. Ein bisschen aufpassen. Ja, das geht gar nicht. Scheiße. Okay, er ist gleich down. Kopf des Blutgipfelhirsches. Gibt's hier noch was? Aber wir haben jetzt kein Geweih bekommen, oder? Ja, doch, haben wir so bekommen. Schatzkarte lesen. Jäger des prächtigen Silbers. Östlich von Alrekskadir wird der Hort aus dem Auge des Berges Trockhatten auf dich herabschauen. Erwidere seinen Blick und hol dir die Belohnung. Alkrissadir. Ja, da ist der Boss, okay. Da ist dann nochmal ein bisschen was zu holen. Das holen wir uns auf jeden Fall noch. Unter uns, über uns, 54 Meter. Hm. 24 Meter, das muss ja hier sein, ne? Mit Kohle geschriebene Nachricht. Der riesige Hirsch ist nah, bald treffen wir aufeinander. Ich tötete Bär mit Axt und Wolf mit Zahn. Ich bin der große Jäger, niemand kommt mir gleich. Okay, jetzt haben wir den und hier ist auch noch was. 73 Meter. Hier rein.
Mit Blut geschriebene Nachricht. Ich sah den riesigen Hirsch, ich traf wahre Stärke. Ich erwartete meinen Tod. Okay. Valkas Hütte. Hä? Da ist nochmal was. Das kann ich mir später holen. Wir machen einmal hier mal einen Punkt hin. Schauen wir mal, dass wir vielleicht noch einen Hirsch kriegen. Nehmen wir hier noch ein bisschen Material mit. Na. Sehen, was du siehst. Na, wir gehen mal in die Richtung. Aber dass wir irgendwo noch einen Hirsch sehen. Hätten wir die Quest nämlich auch abgeschlossen. Ich habe so zwei Pfeile, das ist auch nicht gut. Da ist einer, sehr schön. Okay. Ja, Hirschgeweih. Hirschgeweih. Meine Güte. Was siehst du? Das ist ein bisschen nervig. Okay. Wir meditieren mal.
Sind hier wirklich keine Hirsche oder was? Sieht echt schlecht aus. Wir sind eine Malerie. Ne, da ist ein Hirsch. Das sagt aber auch bloß Leder. Okay, es hilft nicht. Den müssen wir uns jetzt nochmal probieren. Dann machen wir eine Schnellreise hierher. Schau noch mal ins Inventar. Oh, zwei, wir brauchen drei. Drei gleich. Alter, was ist hier los? Alter, das ist ja echt ein bisschen fies jetzt gerade. Yeah.
Hier gibt es nicht so viel Leder. Hufmei. Zeig es mir. Das ist alles normale. Was ist denn hier los? Na gut, dann würde ich sagen, hilft jetzt nicht. Das blöde Geweih werden wir schon nochmal finden. Ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr wieder dabei seid. Genau. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.